Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Anton. Das wird meine letzte Berichterstattung aus meiner Fastenzeit sein, denn heute ist nämlich auch schon mein letzter Ausklingtag oder mein zweiter Ausklingtag. Wider Erwarten habe ich nämlich am Sonntag an meinem siebten Fastentag in der Mitte beschlossen, nö, jetzt habe ich gar keine Lust mehr und möchte doch lieber die nächste Woche als nahrungsaufnehmender Mensch wieder in der Gesellschaft sein. Und ja, zuerst möchte ich erstmal berichten über die Tage zwischendurch. Also ich habe euch ja das letzte Mal berichtet, kurz bevor ich nach Brandenburg gefahren bin. Das war am Freitag. Ja, da bin ich super angekommen. War schön bei Freunden und ja, das ging super. Ich konnte, ich hatte einen Rucksack auf. Was man eigentlich nicht machen soll, ist, dass man hier auch noch während der Fastenzeit noch irgendwie hetzt, würde ich jetzt mal sagen, sondern man sollte schon auch im Einklang mit sich und der Natur und der Welt sein. Ja, wir hatten gerade Bahnstreik und da habe ich dann doch irgendwie vorgezogen und ich wollte auch halbwegs pünktlich auf dem Dorf sein und habe wieder getrödelt in meiner inneren Ruhe, dass ich dann zur Bahn rennen musste. Und ich habe da diesen kaputten Knöchel gehabt, sage ich jetzt erstmal. Und dann konnte ich mit Rucksack bin ich zur Bahn gerannt. Und normalerweise hätten wir dann am nächsten Tag, hätte ich wieder so einen Fuß, alles zu schlimm. Aber diesmal am Samstag, Sonnabend, so um hier beide Deutsche zu bedienen, ging es mir super. Auch noch am Sonntag. Ja, und dann war ich dort am Freitagabend. Und war halt wieder unter Freunden, da gab es viel Essen und wurde auch natürlich wieder viel geraucht und viel getrunken. Hat mir alles gar nichts ausgemacht. Ich habe mir einen Most gegönnt, so verdünnter Gemüsesaft, roter Beete, Tomate und weiß nicht, was da alles drin war. Und Gewürz natürlich. War sehr lecker, haben alle geguckt. Und irgendwie den Freitagabend haben wir uns auch ausschließlich über tolle, leckere Essens- und Nahrungszubereitung und wie köstlich doch da mal gegessen wurde und da und ja, war schon ganz schön gemein, aber es gab natürlich auch viel zu lachen. Und mein Fehler, muss ich nächstes Mal, müsst ihr euch nur merken, deswegen spreche ich auch eigentlich das für euch und auch für mich, einfach früher ins Bett gehen, auch wenn es so viel Spaß macht mit den Freunden. Ja, das ist besser. Man tut sich dabei keinen Gefallen. Also, auch wenn es so schön ist. Weil am nächsten Morgen, ja, ich habe dann auf der Couch bei Freunden geschlafen und von der Tochter das Handy, die ist 10, die hat schon ein Handy, hat dann tatsächlich um 6 Uhr geklingelt und hat mich auf der Couch gelegen. Aber ich war um 5:59 Uhr, war ich schon wach, ohne dass irgendwie irgendwas geklingelt hätte. Fand ich ziemlich lustig. Ja, dann war ich kurz auf Toilette pinkeln und dann kam auch, denn um 7 kam schon der Kleine, der ist 4. Und dann war Action. Dann habe ich erstmal schön spielen können mit dem Kleinen. Das ging dann, die haben so ein PlayStation 4, 5, was gibt es da inzwischen? Und so Xbox mit Kamera. Und zum ganzen Zeug, boah, das war ganz schön aufregend für mich. Also die ganze Flackern, da habe ich schon ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt. Und habe dann auch mit dem Film und so, der hat dann auch gemerkt, so, ich bin nicht so der beste Spieler, ich wollte denn alleine spielen. Aber war fantastisch. Danach ging es raus in den Garten, aber da noch wieder Fußball, Football und weiß ich was alles gespielt. Ja, hat Spaß gemacht. Und ich muss aber sagen, was mir diesmal beim Fasten, woran ich mich vom letzten Mal nicht erinnern kann, hat mich wirklich jetzt gestört, alle Tage, das war auch einer, wenn nicht der Hauptgrund, warum ich auch aufgehört habe, so wenn ich aufgestanden bin, zu schnell, dann habe ich immer irgendwie mal schwindelig geworden. Oh, Kreislauf und so, Anton, pass auf, nicht, dass du hier umkippst. Ja, schade drum. Und also das war. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich vielleicht wegen zu viel Entgiftung auf einmal. Das nächste Mal auf jeden Fall will ich mir wieder vor.
Einleitungstage, muss ich mal genau planen und mich auch daran halten. Also es geht nicht, dass ich das zum letzten Tag so lebe wie ganz normal, sondern man muss schon vorher ein bisschen Rückschritte machen und so. Und halt Kaffee jede Woche glaube ich sogar nicht. Ich hatte einen Tag. Und naja, Einleitungstage, ganz wichtig, mitmachen. Und dieses schwindelig sein, ja, ich habe ja auch alles ohne Arzt gemacht und so. Und ja, aber ich wollte halt machen, wie ich mich fühle. Ja, denn der Sonnabend, ich sag mal Sonnabend, weil das kenne ich hier aus Berlin nicht anders. Samstag war ein toller Tag, 15-jähriges Abitur, habe dann noch meine ganzen ehemaligen Klassenkameraden getroffen, also die meisten, viele, war sehr super. Ich war vorher schon, weil ich bin mit der Bahn gefahren, war ich schon eine Stunde fast vorher da und 50 Minuten. Und bin dann noch schön so durch den ehemaligen Park und sowas dort alles gelaufen. Das ist Wahnsinn. Also wenn man fastet, die Sinne wurden auch schon von Schwangeren berichtet, wenn die keinen Alkohol mehr trinken und sowas alles. Also meine Nase, meine Ohren, meine Augen. Das, was ich einfach, wie man das alles aufnimmt, ein Traum. Geschmack, jetzt wo ich wieder esse, kann ich euch jetzt sagen, ist ein Traum. Und ja, dann war ich wieder noch ein bisschen so, war schon noch ein bisschen geschafft, wollte mich dann ein bisschen ausruhen, da bei diesem Spaziergang. Und dann kam dann irgendwann, dann habe ich schon die erste gesehen und dann innerlich, da ist dann irgendwie, so, okay, hey, hallo, auf allem Arm, ging ja, also ich war wie von allen guten Geistern verlassen, würde ich jetzt nicht sagen. Ich war sehr toll gestimmt, sehr positiv, sehr freudig, sehr schön und ja, ohne irgendwelche schlechten Gedanken, mir ging einfach nur gut, mir ging es fantastisch und ja, dann haben wir da so eine Führung gehabt. Ich war natürlich, also, ihr müsst wissen, im Kopf geht schon einiges ab, wenn man fastet, also in einer Rasanz, also das macht schon Spaß, das belebt und ja, man ist halt ein bisschen, ist nicht hektischer, man ist auch nicht aufgeregter, oder? Aber man ist ja irgendwie so, wenn man hektisch und aufgeregt auf eine positive Art haben kann, dann ist man energiegeladen, kann man vielleicht sagen. Ja, dann später ging es ins Steakhouse. Das war natürlich, ich habe eine kleine Tageskarte bei uns gemacht, nur Fleischgerichte. Ich hatte neben mir jemanden, der war dann Vegetarier, der hat auch schon mal geguckt. Und auch für den hatten sie dann noch was gehabt. Ich hatte, was ich zum Schluss alle gesagt haben, meine Rechnung. Alle haben wahrscheinlich 30, 40, 50, 60 Euro bezahlt. Da haben viele auch noch gehoben. Das war schon günstig. Das war ganz schön. Wahrscheinlich. Ich hatte halt 4 Euro mit meinen 2 Tees. Auch noch ein positiver Nebeneffekt des Fastens. Ja, und hatten die Leute Steaks auf ihren Tellern. Da ist mir auch schon Wasser im Mund zusammengelaufen. Hat toll ausgesehen. Ich habe überhaupt keinen Hunger viel verspürt. Fantastisch. Ja, konnte mich mit alten Freunden super unterhalten. War ein Traum. Und wieder, es ging halt viel zu lang durch diese ganzen Bahnstreiks. Das ist noch diese Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft. Die ist gefahren, die Deutsche Bahn nicht. Deswegen hatte ich die Chance, um 10 oder um 12 wieder zurück nach Berlin zu fahren. Ist natürlich dann wieder um 12 geworden. Und dann war ich irgendwie so eins in Berlin gewesen und musste dann noch mit so einer Odyssee, habe ich versucht dann noch nach Hause zu kommen und habe es dann geschafft, 2, 3 zu Hause anzukommen, weil ja, mit der Bahn, die irgendwo wurde noch gebaut, dann zum Alex. Vom Alex dachte ich mir, laufen, naja, schaffst du in einer Stunde, aber eigentlich muss ich schon und setzen. Kam dann um zum Bus, stand dann was mit Potsdamer Platz dran und ich, da fährt er vielleicht dann vorbei. Zack. Vom Potsdamer Platz dann noch durch den ganzen Park. Aber war schön. Naja. Aber war unnötig. Ich wollte mich halt auch schonen. Und dann bin ich halt. Dann war wirklich der Tag hat um 7 oder um 6 für mich angefangen und hat dann nachts um 2, 3 aufgehört. Das war halt alles andere als Schonung. Und dann am nächsten Tag wollte ich mich eigentlich mit einer Freundin von mir treffen und so. Und das hat dann aber alles nicht geklappt. Ja, dann war ich ein bisschen traurig und dann
Ja, telefoniert mit ein paar Leuten und ja, eigentlich ging es mir super, ich wollte auch weiter fasten und aber dann war ich ein bisschen, ja, dadurch, dass meine ganzen Pläne für den Sonntag nicht geklappt haben, was ich alles machen wollte. Ich wollte eigentlich noch schön in die Sauna gehen und so, und wollte keiner mehr mit. Ja, dann hätte ich gesagt, nee, alleine gehe ich jetzt auch nicht mit diesem ganzen Schwindelzeug. Das müssen wir dann. Kann ich ihm antun, dass ich auch immer irgendwo in der Sauna rumliege? Nee. Nö. Wäre wahrscheinlich auch nicht passiert. Und dann habe ich mir gesagt, hey, jetzt soll hier Montag, Dienstag, also heute ist ja schon wieder Dienstag. Ich muss ja auch wieder arbeiten und ja, und das mit letzter Woche, wenn ich da nochmal so ohne Fokus, bin mir ziemlich sicher, ich hätte jetzt auch diesmal mit Fokus arbeiten können. Ja, ich hab's nicht gemacht. Am Montag kam dann auch hier mein, ja, Kollege, der sagt, Anton, der sieht aber ganz schön eingefallen aus im Gesicht. Dann war, faste doch schon seit gestern nicht mehr. Gucken hier. Also das mit den Haaren ist immer so, aber mein Gesicht, ja, finde ich gar nicht, ich finde mich noch ganz normal, gar nicht so eingefallen, habe gar nicht so eine Augenränder. Ist noch ganz schön früh, deswegen bin ich alleine im Büro. Ist nicht schwer an der Uni morgens alleine im Büro zu sein, so muss man da gar nicht kommen. Ja, naja. Was hat mir. Entschuldigung, da gab es irgendwas verschluckt. Was hat mir nicht gefallen am Fasten? Das wollte ich euch jetzt noch sagen. Ja, also dieses mit dem nicht konzentrieren können in den ersten Tagen, das war schon heftig. Die Schwindelgefühle geht gar nicht. Was hat mir gefallen? Also, gefallen hat mir wieder diese geistige Frische und die Klarheit meiner Sinne. Also meine Gedanken, die sind jetzt, sage ich jetzt, faste ich auch den Tag nicht mehr. Ich habe das Fasten gebrochen. Die sind total klar. Die sind gerade. Ich kann super formulieren hier. Ich bin ja so ein Bürohengst. Ich kann kommen hochrennen. Wir haben ja noch Frühling, das ist ja Mai. Es duftet, es ist Wahnsinn. Ich bin überwältigt. Meine Ohren, ich höre leider viel zu viel. Gestern im Arabischkurs waren die tollen Sinne allerdings nicht mehr so schön. Neben mir eine, die, ja, die ist, also ich bin im wirklichen Idiotenkurs und die spricht halt Hebräisch und konnte auch schon Arabisch irgendwie noch aus ihrer Kindheit. Und die hat dann die ganze Zeit mit ihrem Handy dort rumgeschrieben und dieses, und das Smartphone, es hat so was geblitzt in meinem Auge, da war ich zum Beispiel, da waren meine Sinne überlastet. Und ja, also das hat auch, dass man ja so schön viel ausblenden kann von seinen Nebengeräuschen, das geht dann vielleicht nicht mehr so einfach. Ja, das war's. Alles im Allem muss ich sagen, ich bin. Oh, Knöchel. Mein Knöchel. Der war ja die ganze Zeit toll. Nach dem Joggen. Und bis ich irgendwie was. Und dann Sonntag. Habe ich dann so schön zum Fastenbrechen einen Apfel, wie man es immer so schön macht, weil er hat so viele tolle Sachen. Und bin dann auch noch danach im Tiergarten spazieren gewesen. Und jetzt hat sich der Knöchel hat mir gestern und wieder wehgetan. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das psychosomatisch ist. Und ob das jetzt die Nachwirkungen, die Spätnachwirkungen vom Joggen sind. Weil eigentlich die Gelenke sollen entwässert sein und alles. Hier heulen können. Also, ja, also da gucke ich jetzt nochmal, wie das wird in der nächsten Zeit. War auf jeden Fall ganz schön schockierend, dass es wieder angefangen hat. Ja, und heute früh war es auch noch. Jetzt sitzt mir so halbwegs gut. Ich werde mich jetzt da schon. Gucken wir mal. Fasten brechen. Gar nicht so einfach. Also man soll am ersten Tag wirklich einen Apfel und abends dann noch so eine kleine Gemüsebrühe ohne Salze und sowas alles essen und sich Backpflaumen einweichen, die man am nächsten Morgen isst und so eine Sache. Naja,
Also ich habe das mit dem Apfel halt geschafft und dann halt mir noch so Knäckebrot geholt. Und dann wurde mir noch irgendwie gesagt, am zweiten oder so Tag kann man auch schon Quark essen, so schön. Dann habe ich mir alles Bio, Supermarkt, auch was alles geholt. Na, und dann hatte ich noch so einen schönen Honig und dann einen Zwieback habe ich mir noch geholt. Und ah, passt mir ja natürlich ein bisschen Zwieback mit Honig und so. Ach, dann geht noch einer, dann geht noch einer. Und naja, ich sagte mit dem Lachen. Und dann abends halt mit meiner Suppe, schön mit Tomaten im Wasser, mit irgendwie so schönen Kräutern, Petersilie. Das ist halt sogar bei Sonntag Fastenbrechen ist auch nicht so schlau. Kann man ja nicht so viel zu essen einkaufen, außer hier so. Also, hier Supermärkte haben wir ja noch so viele. Ja, wir haben das Mitbewohnerangebot. Ja, Mitbewohner hat dann noch Reis gemacht. Ja, fand ich ziemlich, zu viel gegessen. Und dann, aber gestern, hab ich auch geschafft. Also quasi, immer noch bei diesen leichten Sachen zu bleiben. Zwieback. Und das heißt so Reis, Maiswaffeln habe ich mir noch geholt, Apfel, Birne, Möhrchen da. Ein Kefir, oh, der war fantastisch. Und oh ja, naja. Deswegen, ihr seht, ich rede schon vom Essen, mir macht das ziemlich Spaß. Ich freue mich jetzt auch demnächst wieder aufs Kochen und auf die ganzen anderen Sachen. Ich werde es viel bewusster machen. Und ja, was mir auch. Oh! Was mir noch, Erleuchtung, kleine Erleuchtung, man hat ja, also letztes Jahr hatte ich noch bessere Erleuchtung und das Abendessen, Mensch, das macht man auch immer so gerne, aber wie viel weniger Schlaf man braucht und dann fit aufwacht, wenn man nicht, also ohne zu essen ins Bett geht oder mit wenig Essen, im Vergleich zu, wenn man wirklich sich noch nachts oder abends, wenn man nach Hause kommt, bei manchen Arbeiten, erstmal was essen und so. Man ist halt, man ist nicht halb so fit und wach und der Körper braucht so viel Kraft, um nachts zu verdauen. Also, Vorsatz, ich kann mir das aber wieder mal angucken und dann machen, was ich noch geschafft habe. Abends wirklich weniger essen und wirklich mal versuchen, die letzte Mahlzeit auch so ein paar Stunden vor ins Bett gehen zu verlegen. Ja, Plan. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ansonsten, was auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis ist, Fasten während des normalen Arbeitslebens werde ich nicht nochmal machen. Also man muss das wirklich irgendwie klar zusammen mit dem Urlaub verbinden oder mit so verlängerten Feiertagen, dann zu Ostern und sowas. Und ich habe auch gedacht, jetzt kommt hier ein Männertag, Vatertag, Himmelfahrt, wie auch immer ihr das nennt, am Donnerstag. Das wollte ich eigentlich noch mitnehmen mit der schönen Fahrradtour. Ja, aber dadurch, dass jetzt doch wieder so viel Arbeit hier angefallen ist, hat mir das halt schön geredet. Und ja, dieses Mal muss ich vielleicht auch ein bisschen vorher anfuttern noch, weil ich habe ganz schön viel abgenommen in der Zeit. Das hat mir jetzt gar nicht so gefallen, was ja vielleicht für einen das Ziel ist. Aber ich habe ja nicht so angefangen mit, ich habe ja mit dem Magergewicht so angefangen und jetzt, ich bin jetzt, keine Ahnung, wie viel ich wiege, wenn ich auch immer wieder eine Waage finde, die Tage, und habe noch normales Essverhalten, kann ich euch das noch hier nachfügen, geht ja per Videobearbeitung. Gucken wir mal. So, ich hoffe, ich habe nicht zu lang genervt. 20 Minuten versuche ich mal noch zu kürzen, keine Ahnung. Viel Spaß. Ich fasse auf jeden Fall wieder. Nächstes Mal länger. Dafür fasse ich mich dann vielleicht kürzer. Tschüss. Schön. Bis dann.